Depot Champ wird Ihnen präsentiert von Flatex. Einfach besser handeln. Depot Champ 2013, wir suchen den besten Trader des Jahres. Keine Sendung ist härter, keine Sendung ist gnadenloser. Drei Börsenprofis treten gegeneinander an. Und Sie, meine Damen und Herren, die Zuschauer, sind bei jedem Trade live dabei. Wenn Sie wollen, nutzen Sie unseren SMS-Alarm und bilden Sie das Depot Ihres ganz persönlichen Champions einfach bei sich zu Hause ab. Depot Champ 2013, der Wettkampf hat begonnen. Wer hat die heißesten Aktien im Depot? Wer verkauft mit Gewinn? Wer wird der neue Depot-Champ? Seien Sie live dabei, jeden Dienstag um 18 Uhr im DAF. Und wenn Sie schon vor der Sendung wissen wollen, was die Spieler handeln, mit dem SMS-Alarm verpassen Sie keine Transaktion. Jede Depotveränderung realtime auf Ihr Handy. Jetzt anmelden unter www.depotchamp.de. Unsere drei Kandidaten haben jeder 10.000 Euro Startkapital und die Aufgabe lautet, geht hin und mehret euch, sondern sollen das Geld, das Kapital vermehren. 3 Monate hat man dafür Zeit und der Experte mit der besten Performance gewinnt. Klingt einfach, ist auch so. Und hier sind sie, unsere drei Kandidaten. Vom Anlegermagazin der Aktionär heute Florian Söllner auf dem heißen Stuhl, momentan Platz 3. Der Spitzenreiter beim Depot Champ kommt aus Düsseldorf, Volker Schulz, der Aktionärsbrief. Und von Born Traders heute am Start Maximilian Felske auf Platz 2. Und meine Herren, gewissermaßen zum Warmwerden ein kurzes Update vom Markt. Bitte schön, fangen wir an mit Ihnen, Florian Söllner, Anlegermagazin der Aktionär. Der DAX ist relativ gut und stark ins neue Quartal gestartet. Und schon gibt es die ersten Gewinnmitnahmen. Kriegen wir die 8.000 Punkte bald zu fassen? Also ich glaube ja. Also kurzfristig gefällt mir das sehr gut. Wir haben ja im Candlestick-Chart sogar einen Morningstar, sprich große schwarze Kerze erst, Doji und dann große weiße Kerze. Das ist sehr deutlich. Also aus charttechnischer kurzfristiger Sicht sieht es sehr gut aus. Also der Aufwärtstrend ist intakt. Insofern spricht vieles dafür, dass wir die 8.000er Punkte mal knacken. Muss aber trotz allem ein bisschen aufpassen. Es gibt ja ein Damoklesschwert. Das ist einfach die Zinswende. Also sprich, es läuft sehr gut in der Wirtschaft. Die Aufträge in der Industrie steigen. Die Arbeitslosen gehen zurück, die Arbeitslosigkeit. Das ist aber die Gefahr, dass die Zinsen eben angehoben werden. Das wäre ein schwerer Schlag für die Branche, für die Märkte. Es gibt schon wieder erste Stimmen, dass vielleicht bis Ende 2013 sich das in den USA drehen könnte. Also das im Hinterkopf behalten, aber aktuell und kurzfristig sieht es gut aus. Herr Söllner, Sie vertreten ja heute Ihren Boss und Sie haben erstmal Gildemeister verkauft. Also lange Sorgenkind in Ihrem Depot. Heißt das, Sie machen jetzt ohne Ihren Chef so richtig Ihr eigenes Ding? Nee, heißt es nicht. Also der ist zwar jetzt nicht mehr hier, aber er hat ja in weiser Voraussicht einen Stoppkurs gesetzt bei Gildemeister. Der Stoppkurs wurde ausgeführt, während er weg war. Deswegen macht man Stoppkurse. Bei Gildemeister ist es einfach so, der Kurs ist gefallen und nur weil der Kurs fällt, ist es kein Grund, die Aktie jetzt zu kaufen. Man sollte dann doch die Verluste klein begrenzen. Das ist hier geschehen. Dankeschön, Herr Söllner, für den Moment. Volker Schulz von der Aktionärsbrief. Vergangene Woche der einzige Kandidat mit positiver Performance. Stell dir vor, es ist Bankrun und keiner geht hin. Ist die Zypernkrise vorbei? Ach, ich sehe eigentlich gar keine Zypernkrise. Für Zypern vielleicht, aber für die anderen nicht. Die Medien beschäftigen sich meiner Meinung nach auch mit dem falschen Land. Ich denke, dass im Sommer Frankreich viel, viel relevanter wird. Mit Blick auf Zypern muss man ganz klar sagen, wir hatten 2012 eine Euro-Krise. Wir hatten Italien, Spanien, Griechenland. Das hat die DAX-Unternehmen zum Beispiel in keinster Weise operativ tangiert. Also warum sollte jetzt Zypern ein ernsthaftes Problem für die Märkte werden? Das wird nicht der Fall sein, zumindest nicht für die Aktienmärkte. An den Bondmärkten und an den Währungsmärkten sieht es vielleicht anders aus. PIMCO hat ja seine Investments im Euro jetzt drastisch reduziert. Der Euro tendiert schwach, aber auch das wiederum ist ja für den exportlastigen DAX eher positiv zu sehen. Also Zypern ist für mich kein Thema. Ja, und wir sprechen ja auch nicht über Anleihen, sondern hier sprechen wir nur über Aktien, die in Deutschland gehandelt werden. Herr Schulz, dreimal waren Sie schon zweiter Sieger beim Depot Champ. Das muss Sie doch irgendwie wurmen. Wie lautet Ihr Ziel 2013? Ja, natürlich Platz 1 und das richtig mit großem Abstand. Das ist eine ganz klare Ansage, fast schon eine Kampfansage. Dankeschön. Maximilian Felske von Born Traders, auch Sie vertreten heute Ihren Chef. Weiß der denn, was Sie angestellt haben?
Natürlich weiß er, was ich angestellt habe. Allerdings muss man sagen, dass wir im Monat in etwa jeder 200 Positionen handeln. Da ist natürlich klar, dass der Chef nicht jeden Trade nachvollziehen kann. Der ist ja momentan in Japan und guckt ein wenig auf die Märkte, hält sich allerdings recht stark zurück, weil er im Moment andere Projekte dort zu verwalten hat. Schauen wir mal kurz nach Amerika. Im Dow Jones folgt hier ein Allzeithoch aufs nächste. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie lange geht das noch so weiter? Also ich denke mal, die nächsten 200 Punkte sind noch recht sicher nach oben. Allerdings muss man dann auch sagen, wir haben jetzt in sehr, sehr viel Zeit sehr, sehr viele Punkte auch gemacht. Das heißt, wir haben recht wenig Korrektur gesehen von den Punkten wie auch von der zeitlichen Spanne her. Das bedeutet, dass bald eine größere Korrektur vielleicht um die 1000 Punkte nochmal nach unten sehr realistisch und wahrscheinlich sind. Dankeschön. Dankeschön an unsere drei Kandidaten fürs Erste. Und meine Damen und Herren, ob es Florian Söllner und Maximilian Fels geschaffen, ihre Depots ins Plus zu drehen und wie Volker Schulz mit dem Druck der Rolle des Führenden umgeht. Alle wichtigen Trades aller Kandidaten gleich nach einer ganz kurzen Pause.